Eine exakte urodynamische Diagnostik erfordert die Kombination von Messplatz und Röntgen, um die Korrelation von Messdaten und Morphologie zu garantieren. Zur Untersuchung wird der Röntgentisch in die Vertikale gedreht und ein Toilettenstuhl adaptiert. Armlehnen gewähren ein weitgehend komfortables Sitzen bei der Untersuchung. Beim suprapubischen Blasenzugang wird ein 5-Charrière-Swan-Ganz-Katheter verwandt, bei dem der Okklusionsballon entfernt wurde. Er eignet sich somit als Zweikanalkatheter ausgezeichnet zur kontinuierlichen Blasenperfusion und simultanen Druckmessung. Mithilfe der Trokar-Zystostomie lässt sich dieser Katheter mühelos nach Lokalanästhesie in die Harnblase einlegen. Das Zystocat-System von Dow Corning hat sich besonders für diese Aufgabe bewährt. Der suprapubische Zugangsweg zur Blasendruckmessung und das Beckenboden-EMG erlauben eine artefaktfreie Urethralbeurteilung und Flow-Auswertung. Beim transurethralen Zugang wird ein Vierkanalkatheter bevorzugt, der in Zusammenarbeit mit Vigon entwickelt wurde. Dieser Katheter mit einem äußeren Durchmesser von 7 Charrière besitzt einen Kanal zur Blasenfüllung, einen weiteren zur simultanen Blasendruckregistrierung. Die beiden letzten Kanäle enden gemeinsam in einer zylindrischen Kammer, 7 cm von der Katheterspitze entfernt, die mit einer Latexmembran abgedeckt ist. Die simultane Urethra-Druckregistrierung erfolgt über die Latexmembran und das wassergefüllte System. Die Füllung erfolgt über einen der beiden Kanäle. Nach kompletter Entlüftung wird der zweite Kanal verschlossen. Die Kalibrierung des Urethralkanals erfolgt in einer Spritze im Vergleich zum offenen Blasenkanal. Die Eichkurve zeigt die exakte Übertragung über den Membrankatheter. Um eine konstante Füllung unabhängig von den verschiedenen Druckzuständen der Harnblase zu garantieren, wird diese Fresenius-Rollenpumpe verwendet. Die Perfusionsrate ist unabhängig von der Katheterstärke, stufenlos bis ca. 150 ml pro Minute regelbar. Die Kombination Messplatz und Röntgeneinrichtung geht auf Tanago und Miller zurück, die Zystogramm und Druckkurve auf einem Monitor vereinigten. Der Patient sitzt auf einem Toilettenstuhl vor der Röntgenfernsehkette. Sämtliche Informationen wie Druck, EMG, EKG, Puls, Flow- und Entleerungsvolumen erscheinen auf einem Mehrkanal-Memory-Oszilloskop und werden auf Analog-Magnetband gespeichert. Röntgenbild und Kurve werden über Fernsehkette und eine Bildmischeinrichtung auf einem Kontrollmonitor vereinigt. Somit ist die Korrelation von Morphologie und Messdaten garantiert. Die Speicherung erfolgt auf Videoband, die endgültige Dokumentation mit einem Mehrkanal-Hochfrequenzschreiber bzw. auf ein zweites Videoband. Der Patient wird auf dem Toilettenstuhl platziert und der transurethrale Katheter eingelegt. Die simultane Registrierung des Rektaldrucks erfolgt über einen Ballonkatheter. Das Beckenboden-EMG wird mit Hilfe koaxialer Nadeln abgeleitet. Der Vorverstärker wird am Unterschenkel fixiert. Die Applikation der Nadel ist einfach und wird im Allgemeinen auch von Kindern gut toleriert. Die Rektaldrucksonde, die Kanäle für Blase- und Harnröhrendruckmessung, werden an die Druckwandler angeschlossen. Die kontinuierliche Blasenperfusion erfolgt über die Rollenpumpe. Nur die Untersuchung im Sitzen erlaubt die Simultanregistrierung von Harnflow und Entleerungsvolumen bei Mann und Frau. Der Patient uriniert über ein Sammelgefäß in den auf der Flow-Waage stehenden Messbecher. Diese Waage basiert auf dem Prinzip von Van Gerels und registriert Belastung und zeitliche Belastungsänderung. Ein kommerziell erhältlicher Kindersitz erlaubt die Untersuchung auch bei Kindern. Seit wir unsere kleinen Patienten mit Zeichentrickfilmen ablenken,
haben wir praktisch keine Probleme mehr bei der Durchführung der Untersuchung. Jetzt bin ich der Passagier. Druck, EMG, EKG, Puls, Flow und Entleerungsvolumen werden auf Analog-Magnetband gespeichert. Eine Digitaluhr erlaubt das Wiederauffinden jeder beliebigen Passage. Zusätzlich stehen zwei Tonkanäle zur Verfügung. Unter dem Oszilloskop befinden sich die Verstärkereinheiten für EKG und Puls, EMG, Flow und Entleerungsvolumen sowie drei Druckmanometer. Die Kalibrierung ist einfach. Die Kontrolle erfolgt am Oszilloskop. Entsprechend den Empfehlungen der International Continence Society wird der Druck in Zentimeter Wasser gemessen. Die endgültige Dokumentation der gespeicherten Daten erfolgt auf einem Hochfrequenz-Mehrkanalschreiber, einem Tintenstrahlschreiber, der sowohl für Druck wie auch für EMG geeignet ist. Somit lässt sich durch Überspielen vom Analogmagnetband ohne Informationsverlust jede Kurve in ihren entscheidenden Passagen in beliebiger Schreibgeschwindigkeit kopieren. Damit werden sowohl Trendbeobachtungen wie auch Formanalysen ermöglicht. Die Dokumentation von Kurve und Röntgenbild erfolgt auf Videoband. Das Röntgenbild wird mit Hilfe eines Mischpultes eingeblendet. Somit sind Messwerte und Morphologie korrelierbar. Zur endgültigen Dokumentation werden die Bänder auf Videokassette überspielt. Die Hauptfunktionen von Messplatz und Röntgen lassen sich über Fernbedienungen steuern. Somit lässt sich die Untersuchung ohne den störenden Einfluss des Untersuchers auf den Patienten aus einem Nebenraum überwachen. Die Untersuchung beginnt mit der Zystoflometrie. Die Blase wird kontinuierlich mit Kontrastmittel gefüllt, im Allgemeinen mit einer Füllungsrate von 80 ml pro Minute. Bei bestimmten Standardkommandos wie Husten, Pressen, Urin halten, werden die Druckveränderungen in Blase und Rektum sowie die Aktivitäten des Beckenbodens gemessen. Nach Erreichen der Kapazität wird die Blase entleert. Die Registrierung des Differenzdrucks erlaubt die Unterscheidung zwischen Detrusorkontraktion und Entleerung mit Bauchpresse. Zur Urethralprofilschreibung wird der Membrankatheter zunächst manuell bis an den Blasenhals geschoben. Die Position am Blasenhals ist deutlich durch den Druckanstieg im Urethralkanal ersichtlich. Der Katheter wird dann an einer maschinellen Rückzugvorrichtung fixiert. Der Braun-Perfusor wurde modifiziert und mit einem Gestänge zur Katheterfixation versehen. Im Allgemeinen wird das Harnröhrenprofil mit einer Geschwindigkeit von 3 mm pro Sekunde geschrieben. Die Profilschreibung gibt eine exakte Information über Länge und Druckamplitude der funktionellen Urethra. Die Diagnose dieser Patientin ist eine Stressinkontinenz dritten Grades. Urethra und Blasendruck sind superimponiert. Kanal 2 registriert den Differenzdruck, den urethralen Verschlussdruck. Unter Stressbedingungen zeigt sich ein negativer Verschlussdruck auf der gesamten Länge der funktionellen Harnröhre. Die Auswertung sämtlicher Daten erfolgt in Checklisten, die den Empfehlungen der International Continence Society entsprechend in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen urodynamischen Zentren zusammengestellt wurden. Diese Bögen wurden von Winter und Ibe in Deutsch und Englisch gedruckt und stehen allen Interessenten zur Verfügung. Die hier demonstrierte Einrichtung basiert auf dem bekannten Prinzip der Kombination von Röntgen und Messplatz, wurde jedoch um die Möglichkeit der simultanen EMG, EKG und Pulsableitung sowie die primäre Datenspeicherung erweitert. Somit eignet sich dieser Messplatz für Klinik und für Forschung. Worin liegen nun die diagnostischen Vorteile dieser Einrichtung, die den enormen Aufwand rechtfertigen? Bei diesem Patienten kommt es zu einem Blasendruckanstieg. Rektaldruck und daraus errechneter Differenzdruck bestätigen eine reine Detrusor-Eigenkontraktion.